Hello, Kackbratzen. Maybe we should, like, get another TV. Shut up, Buttwad. I'm trying to watch the crap. Jedenfalls sollte jeder, der schon mal ein Adventure gespielt hat... Wer Mitte der 90er Jahre nicht komplett unter einem Stein gelebt hat, wird um dieses illustre, dynamische Duo, um das es heute geht, bestimmt nicht herumgekommen sein. Ich meine jetzt nicht Mulder und Scully, obwohl die X-Akten einer meiner Lieblingsserien war und es sogar ein relativ anständiges Videospiel gab. Heute geht es aber um eine auf MTV ausgestrahlte Zeichentrickserie, in der zwei ganz besondere Penner die Hauptrolle übernahmen. Beavis in Butthead, die zwei absoluten Arschkrampen von Teenager, mit einem Humor, der ziemlich weit unter die Gürtellinie geht und wie der Teufel es so will, gab es natürlich auch für diese relativ gut gehende Serie eine Handvoll Videospiele. Das Beste aus der Reihe war meiner Meinung nach das bei uns in Europa im Jahr 1996 veröffentlichte Beavis in Butthead in Virtual Stupidity, das zunächst für Windows PC rauskam, wo es vermutlich von den meisten gespielt wurde. 1998 kam dann für den japanischen Markt auch eine Version für die PS1 in den Handel. Diese wurde komplett übersetzt und neu auf Japanisch vertont, aber dank eines sehr wilden ROM-Hacks ist es aber seit geraumer Zeit möglich, diese Version auch in seiner Originalsprache wieder auf der PS1 oder auf einem Emulator zu zocken. Thanks, Butthead. That's like refreshing or something. Da es sich um ein Point-and-Click-Adventure handelt, ist natürlich die PC-Version allein wegen der Spielbarkeit vorzuziehen. Aber generell muss sich die PS1-Version nicht verstecken. Übrigens plante man damals auch eine Version für das CDI, aber da es abzusehen war, dass dieses miese Stück Hardware ohnehin eingestellt wird, stampfte man die Portierung dieser Version ganz schnell wieder ein. Cool, hey, a squirrel taking a dump. Für die zwei Pappnasen, die immer noch keine Ahnung haben, worüber ich eigentlich spreche. Beavis und Butthead sind zwei idiotische, fast schon schwachsinnige Teenager. Wobei Butthead, der Anführer des Duos, wohl noch einen leicht intellektuellen Vorteil gegenüber den blonden Beavis hat. Letzterer verwandelt sich nach der Einnahme von zu viel Kaffee oder auch Zucker in den mächtigen Bang-Julio bzw. den großen Korn-Julio, womit seiner Hyperaktivität keine kognitive Grenzen mehr gesetzt sind. I am Korn-Julio! Oh, I need TV for my Bang-Hole! Wenn sie nicht die Schulbank drücken, wobei sie alles tun, um die Schule so oft wie möglich zu schwänzen, arbeiten die beiden in einem Burgerbrater, um das nötige Kleingeld für ihre Eskapaden zu verdienen. Ansonsten sitzen sie meist auf der Couch rum, schauen Heavy-Metal-Musikvideos und fantasieren über Mädchen mit Titten und wie man sie flachlegen kann, wobei sie selbst jungfräulicher sind als Klosterfrau Melissengeist. What's that sign say, Butthead? It says Beavis is a dumbass. No way, really? Yeah, really. Cool. Natürlich dürfen schlechte Witze über Pisse und Kacke nicht fehlen, sowie auch kleinere Scherze mit dicken grünen Nasenschleim. Da die beiden strunzdummen Typen vorgeben, ziemlich harte Kerle zu sein, wollen sie sich der härtesten Gang der Stadt anschließen. Und das ist so ziemlich der Plot ihres Adventures Virtual Stupidity. Und das war wohl die größte Aufgabe von Mike Judge, denn aus den eigentlich unzusammenhängenden und circa 5 Minuten kurzen Episoden ein abendfüllendes Adventure zu machen, war vermutlich keine leichte Sache. Denn was in den kurzen Episoden gut funktioniert, kann einem auf Dauer ziemlich auf den Sack gehen. Denn auch ein relativ lustiges Bunghole kann nach dem 30. Mal leicht unlustig werden. Okay, nein, das wird es nicht. Es ist vermutlich heute nicht ganz so einfach zu erklären, warum man damals keine Folge der beiden Vollpfosten verpassen wollte und warum man dann noch ein komplett wildes Adventure spielen muss. Aber wenn man mal seinen Neutralkortex für knapp 3 Stunden auf Urlaub schicken möchte, kann man mit diesem mundgeklöppelten Meisterwerk den infantilsten Spaß seines Lebens haben. I am Korn-Julio! Man sollte eben keine allzu hohen Ansprüche haben und sich nach dem Spielen seine Augen und Ohren mit Chlorbleiche ausspülen. We have to like go to the bathroom or something? Yeah. Boop. Well, all right, but I wish you boys would clean up your act. Don't worry. We'll wipe. Yeah. Eure erste Amtshandlung wird es sein, einen Ausweg aus der Schule zu finden. Schließlich habt ihr lange genug den toten Frosch gequält und es wird Zeit, euch Todd und seiner unfassbar ultraharten und coolen Gang anzuschließen. Habt ihr es geschafft, steht euch endlich die Karte der Stadt zur Verfügung, wo ihr nun an verschiedenen Orten aus der Serie eure Besorgungen erledigen müsst. So kommt ihr nicht nur an der Arbeitsstelle der zwei Arschkrampen vorbei, sondern auch im Kriegsmuseum, im Schlachthaus, ein idyllischer Park samt Tennisplatz und sogar im lauschigen Gefängnis der Stadt. Hey Beavis, it's your girlfriend. Where?
Oh ja. Auch wenn jetzt die Grafik eine ziemlich knusprige Angelegenheit ist, hat man den Stil der Serie ziemlich gut umgesetzt. Wobei man aber auch erwähnen muss, dass schon die Serie einen eher sehr minimalen Eindruck machte. Aufmerksamen Zuschauern wird aber auffallen, dass man vermutlich aus lizenztechnischen Gründen die T-Shirts der beiden Protagonisten leicht abgeändert hat. Statt AC/DC und Metallica kann man auf den T-Shirts nun Skull und Death Metal lesen, was aber natürlich keinen Einfluss auf das Gameplay hat. Alle Orte und vor allem die Charaktere wird man sofort wieder erkennen, während man hier und da eine Träne zerdrückt, da nunmehr 30 Jahre vergangen sind und uns damals vermutlich nicht jeden Tag der Rücken Schmerzen bereitete. So trifft man jedenfalls auf gute alte Bekannte wie Direktor McVicker, Tom Anderson und sogar Daria Morgendorfer. Man hat aber nicht nur die Charaktere fein animiert, sondern man packte auch alle Originalsprecher der Serie, allen voran natürlich der Schöpfer Mike Judge, in eine dunkle Kammer, um auch den Charakteren im Spiel ihre originale Stimme zu verpassen. The boiler room. I had a boil on my butt once. So fühlt sich Virtual Stupidity tatsächlich wie eine überlange Episode der Fernsehserie an, nur dass man nun selbst Hand anlegen darf. Um das Feeling der Serie perfekt zu machen, gibt es eine Menge an Zwischensequenzen. Damit man es aber nicht mit einem billigen Abklatsch der Show zu tun hat, hat man sich auf den Hosenboden gehockt und für das Spiel extra eigene Filmschnipsel kreiert und natürlich kann man sich mit den beiden Jungs auch auf die Couch hocken, um einen Moment die Glotze anzuschalten, um mit einem entspannten Musikvideo ein wenig die Seele baumeln zu lassen. So muss Fanservice sein. In das Adventure hat man auch behutsam vier kleine Minispiele mit eingewebt, darunter das vom Dach der Schule Runterrotzen-Spiel, Ameisen mit einer Lupe grillen, ein Tennisball-Shooter und das absolut großartige Minispiel namens Air Guitar, in dem man eine Melodie anhand von sehr vielen Fürzen und Rülpsen aufnehmen muss. Man kann ja viel behaupten, aber Virtual Stupidity mangelt es nicht an elaborierten und sehr feingeistigen Gameplay. Kern des Spiels ist aber immer noch ein altbewährtes Point-and-Click-Adventure. Hier muss man nicht das Rad neu erfinden. Aber auch auf der PS1 funktioniert die Mechanik relativ gut. Mit dem Druck auf Quadrat öffnet sich das Kontextmenü, das ziemliche Ähnlichkeiten mit dem aus Sam & Max aufweist. Aktionen werden mit der Kreistaste ausgeführt. Schließlich ist die Basis die japanische Version, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Can I have some nachos? Can I have some money? Put two and two together, son. Okay, six. Now can I have some? Jedenfalls sollte jeder, der schon mal ein Adventure gespielt hat, sofort mit dem Spiel zurechtkommen, auch wenn ab dem Start euer IQ sofort um 30 Punkte abnehmen wird. Checkers. Once called women's chess. In its original form, it was a representation of the battlefields of medieval Europe. Or something. Was natürlich ein wenig auf den Keks geht, ist das relativ langsame Bewegen des Pfeils mit dem Steuerkreuz, um überhaupt alle Hotspots zu erreichen. Hier hat man mit der PC-Version einen großen Vorteil, sofern man ein ungeduldiger Spieler ist. Aber grundsätzlich geht die Steuerung auch auf der PS1 schon in Ordnung. Die Rätsel sind alle sehr logisch und gut durchdacht, obwohl ich diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, warnen möchte, da es einige Rätsel gibt, die auf Charaktereigenschaften der Protagonisten basieren und Uneingeweihten einige Probleme bereiten könnten. Andere Rätsel sind vielleicht so aufgebaut, dass alle, die nach dem Jahr 2000 geboren sind, absolut keinen blassen Dunst haben, worüber die beiden Helden überhaupt sprechen. Aber wenn der alten Standardmethode alles einsammeln und ausprobieren folgt, sollte auch hier nicht schiefgehen. Dasselbe gilt auch für Dialoge, wobei sich mit der Zeit neue Optionen eröffnen, wenn man vorher bestimmte Orte besucht hat. Hey, Baby. Man wird also wie auch in einem jeden anderen Adventure oft von Ort zu Ort und wieder zurückreisen müssen. Dank der Karte geht das aber furchtbar einfach und auch die Ladezeiten sind jetzt nicht so furchtbar lange. Außerdem geht es ja hier um ein ganzheitliches Erlebnis, in dem man so viele schlechte Scherze über Darmausscheidungsprodukte mitnimmt, wie es eben geht. Auch wenn man einen Witz zum 100. Mal gehört hat, dass einem mit der Zeit das Blut aus den Ohren laufen wird. I think some of it went down my shorts. That was like cold. Aber genau darum geht es in Beavis and Butthead Virtual Stupidity. Man schickt sein Gehirn zum Schaukeln in den Garten und spielt sich durch das absolute Chaos, das bis oberkante Unterlippe mit absolut unterirdischem Humor gefüllt ist. Vermutlich verkraftet man das Spiel um einiges leichter, wenn man auch damals schon die Show verfolgt hat, und einen Pluspunkt gibt es natürlich, wenn man diese Art von kindischem Humor mag. Dann werdet ihr dieses Kunstwerk ab der ersten Minute sofort und für immer in euer Herz schließen. Und betrachtet man die Grafik des Spiels, kann man wirklich von einem kleinen Kunstwerk sprechen. Die harten Außenlinien, die mit einem Hauch von verwaschenen Wasserfarben gefüllt sind, ergeben einen unvergesslichen Stil, der die Netzhaut so schön umschmeichelt wie eine Prise Peperoni im Auge, aber er erinnert uns auch an eine viel bessere Zeit. Oh.
Insgesamt hat man sich bei dieser Videospieladaption wirklich ins Zeugs gelegt. Man mag es nur schwer glauben, aber man hat hier ernsthaft ein Top-Produkt abgeliefert, das nicht nur eine überzeugende Grafik hat, sondern auch einen optimalen Sound und wirklich gute Rätsel. Wenn man nun kein Freund von ziemlich schlechtem Humor ist und die 90er Jahre auch nur vom Hörensagen kennt, wird man vermutlich um Virtual Stupidity einen großen Bogen machen. Allen anderen kann ich nur empfehlen, mal in Romhausen nach der ROM-Hack-Version der japanischen PS1-Version zu suchen oder natürlich alternativ auch sich nach der PC-Version umzusehen. Wake up, Effie! Are you asleep? Es ist weit davon entfernt, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu sein, wie etwa die Adventure aus dem Hause LucasArts. Aber trotzdem wird man eine Menge Spaß mit den beiden Arschkrampen haben. What's on? Nothing. Just this crap. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.